Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und wir schießen direkt los. Es gab wieder einige Kommentare von euch und ich werde wieder auf einige davon eingehen. Das Eingehen heißt natürlich immer nicht, es geht direkt um die Antwort, die ich einfach nur gebe. Und dann sage ich quasi, wenn ihr fragt, was sind 2 und 2 und ich sage 4, sondern dass ich euch daraufhin erkläre, wie ich darüber denke und wie ich zu dieser Rechnung komme. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, jetzt schießen wir aber sofort los. Beat Tomet, oh, keine Ahnung, wie man es ausspricht, hat geschrieben: Ich finde es super, dass du auf unsere Fragen und Kommentare eingehst. Ich habe noch eine persönliche Frage zum Fünfer-Split, respektive zum separaten Armtag. Wie du schon gesagt hast, macht dieses Training unglaublich Spaß. Aber macht so ein einzelner Armtag bei mir als Hobby-Bodybuilder trotz Armschwäche überhaupt Sinn? Oder kann man deiner Meinung nach ebenso gut Arme beim Vierer-Split aufbauen? Hast du auch mal einen Fünfer-Split trainiert oder war der Vierer das Max? Grundsätzlich, natürlich kann man es genauso gut aufbauen. Auch genauso gut vielleicht beim Dreier-Split. In der Regel würde ich sagen, dass ein Dreier-Split, vor allem mit dem Antagonistentraining, wahrscheinlich so bei den meisten, dem breiten Korridor, das beste Ergebnis erzielt. Kein Zweier-Split, kein Ganzkörpertraining, sondern bei den meisten wirklich ein Dreier-Split mit dem Antagonistentraining. Heißt, wir mischen Brust mit Bizeps und vielleicht Rücken mit Trizeps. Das ist so ein Klassiker, dass so viele daran aufgebaut haben, das vergisst man oft. Wenn die Leute hier sagen, die Bro-Splits sind einfach alle Kacke, dann vergisst man, dass 90% damit ihre Erfolge erzielt haben, auf die wir jetzt neidisch gucken, wenn sie auf Instagram ihr Bild posten. Also grundsätzlich ja. Und mit dem Vierer-Split sogar noch besser. Ich habe meiste Zeit meines Lebens, mit dem Erfolg, den ich auch hatte, einen Dreier- oder Vierer-Split gehabt und damit habe ich alles aufgebaut, was ich aufbauen wollte. Halt, hätte ich jetzt doppelt so dicke Arme? Keine Ahnung. Man kann natürlich nicht zurückschauen, aber ich gehe nicht davon aus, vor allem wenn ich mich mit anderen vergleiche, weiß ich, dass ich relativ weit gekommen bin. Jetzt fragst du, ob man das als reinen Spaßtag, ob es überhaupt Sinn macht. Natürlich macht es Sinn, der Armtag. Das Tolle am Armtag ist, dass du vor allem, angenommen, deine Arme reagieren auf den Kraftbereich sehr gut. Dann hast du hier einen nicht vorerschöpften Muskel und ein nicht vorerschöpftes zentrales Nervensystem. Grundsätzlich, wenn ihr frisch kommt, frisch heißt, ihr habt mindestens seit 24 Stunden nicht trainiert, keine große körperliche Leistung. Ihr seid voll bis oben hin mit Eiweiß, Aminosäuren, Kohlenhydraten, ihr habt euch super ernährt, ihr wartet, der ganze Körper ist im absoluten Wartemodus, nur das Go zu bekommen, zu trainieren. Dann sind immer so die erste halbe Stunde, die dann kommt, ist so die effektivste und beste. Ihr könnt relativ viel Gewicht bewegen, ihr seid wahnsinnig konzentriert, fokussiert und das endet und mündet meistens dann in eine tolle Reizsetzung und in eine große Motivation. Deswegen sind diese ersten Übungen immer die wichtigsten. Da bringt die Grundübung rein, die komplexen Übungen, die Übungen, die schwer sind und Übungen, die nicht nur vom Gewicht her schwer sind, sondern auch von der Ausführung schwer sind. Und das sind auch die Referenzübungen. Also, wenn ich die Brust trainiere, dann werde ich die vierte Übung, wenn ich die tracke und gucke, wie viel Wiederholung ich in welchem Satz mache, ist das gar nicht mehr so aussagekräftig wie die allererste Übung. Weil da weiß ich, alles steht in den Startlöchern. Das vierte kann sein, dass ich mal ein bisschen längere Pausenzeiten gelassen habe. Hier 10 Sekunden, da 10 Sekunden und dadurch fälscht sich das schon ab. Beim ersten fälscht sich eigentlich gar nichts ab. Wenn ihr da wisst, ihr macht jetzt zurzeit genau 6 Wiederholungen mit 120 Kilo, dann wird das auch genau der Fall sein. Denn nächste Woche könnt ihr euch höchstens steigern und solltet euch auch steigern, aber eigentlich weicht davon nichts ab. Im vierten Übung, da kann schon viel von abweichen. Deswegen, ja, es macht Sinn, einen einzelnen Armtag zu haben, weil ihr euch mehr auf den Muskel selbst konzentrieren könnt. Natürlich nicht so viel wie einen einzelnen Rückentag zu haben. Aber deswegen ja. Und zu deiner zweiten Frage, ob ich mal Fünfer-Split trainiert habe, ja, wenn auch nur selten. Das meiste war wirklich ein Dreier-Split aufgrund der Zeit. Das waren so die ersten 10 Jahre meines Lebens, glaube ich. Und davor Ganzkörper und auch Zweier-Split. Und dann in den letzten 10 Jahren habe ich versucht, mehr zu splitten. Also wenn ich mal die Gelegenheit hatte und wusste, hey, ich komme ein fünftes Mal dazu, dann fand ich das toll. Es hat nicht nur mehr Spaß gemacht, sondern ich war einfach, genau dieses Gefühl, ich war erholter und konnte viel mehr Priorität auf diese Muskelgruppe setzen. Und das ist es auch tatsächlich. Wenn du einen Lebensumstand hast, der es zulässt, dass du dich auf das Training freust und dass du 5-mal trainieren kannst. Wir hatten hier auch einen Fall, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der hat ein Heimtraining-Möglichkeit. Und da ist es sogar sinnvoll, ja, und ich weiß, manche hören das nicht gerne, einen 7er-Split zu machen. Wenn ihr morgens die Waden trainieren könnt, gut und ausführlich, und abends dann die Brust und am nächsten Morgen den Bizeps und abends nochmal die Unterarme und am nächsten Morgen den Trizeps, dann ist das klasse.
dann kann sich auf alles kann sich gut konzentriert werden. Es gibt ein paar Nachteile, die man bedenken kann. Aber grundsätzlich ist dieser Split toll. Und wenn man die Möglichkeit hat, warum nicht? Also, ich finde einen Fünfer gut. Ich würde gerne einen Fünfer sicherlich öfters machen, aber nötig, in Anführungsstrichen, für uns Hobbypumper weniger. Da geht es auch mit einem Vierer. Wenn es dir Spaß macht, ist das natürlich eine gute Sache. Wenn nicht, ja. Ich hoffe, das ist hinreichend beantwortet für dich. Und für alle anderen da draußen, die mitdenken. 10% Genießer fragt abermals. Er hätte eine Frage zu einem etwas spezielleren Thema. Wenn man Bodybuilding betreibt, entstehen ja neue Muskelzellen. Können diese Muskelzellen verschwinden, wenn man komplett mit dem Kraftsport aufhört und stattdessen einen Katabolensport wie zum Beispiel Laufen betreibt? Meine Frage ist, ob die Ausübung einer anderen Katabolensportart den Muscle Memory Effekt beeinträchtigt, wenn man wieder mit dem Bodybuilding anfängt. Wir wollen jetzt mal nicht zu wissenschaftlich und kompliziert werden, denn na klar, aus wissenschaftlicher Sicht kann man so überhaupt nicht die Frage stellen, weil da natürlich viel salopp formuliert wird. Aber dennoch ist das das positive Mittel, das ist gar keine Kritik, denn ich versuche auch so salopp wie möglich zu formulieren und eher Analogien zu finden, Gebäude bauen oder sonst was, Baustoffe, als eben sich mit Begriffen aus dem Lateinischen rumzuschlagen. Das schon mal vorab. Für all diejenigen, die dann auch wieder meckern, ja, Moment, so kann man das aber nicht nennen. Natürlich ist es vereinfacht. Jetzt sind hier eine ganze Menge Fragen drin und ein paar kommen auch durcheinander. Also, Muskelzellen verschwinden. Also, was passiert ist, dass dein Muskel wieder atrophiert, wenn du nicht trainierst. Heißt, im Gegensatz zu Hypertrophie, dass er wieder kleiner wird und zusammenschwingt. Was allerdings nicht passiert, was man rausgefunden hat, ist, dass sogenannte Satellitenzellen in deinem Muskel, die dafür sorgen, dass du ihn aktivieren kannst und gleichzeitig viele der Muskelstränge aktivieren kannst, diese scheinen nicht wieder rückgängig zu sein. Hast du also einen Muskel vorher mit 3 Satellitenzellen gehabt und jetzt seit Jahren trainiert und hast jetzt 6 Satellitenzellen drin, dann kann der zwar wieder zusammenschrumpfen auf die ursprüngliche Größe, allerdings die ursprüngliche Größe mit 6 Satellitenzellen. Dadurch kannst du ihn im Folge deines Lebens besser ansteuern und das ist eigentlich so der Hauptgrund für den Memory-Effekt. Dadurch kannst du auch schneller den Muskel wieder im Nachhinein aufbauen. Das scheint eine der physischen Voraussetzungen für den Memory-Effekt zu sein. Grundsätzlich ist das alles aber auch immer ein Forschungsgebiet, das noch gar nicht so entdeckt ist und so viel davon bekannt ist, wie man denken mag. Deswegen, das betrifft auch direkt deine letzte Frage. Dazwischen möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, ein kataboler Sport. Laufen ist kein kataboler Sport. Du hast zwar recht, ich weiß, was du meinst, dass wenn man viel Cardio macht, das nicht förderlich ist. Es ist kein anaboler Reiz in dem Fall. Und es kann natürlich sein, dass du durch den erhöhten Energieverbrauch deine Muskeln nicht mehr schützen kannst und dadurch abnimmst. Aber deswegen kann man nicht da sagen, das ist ein kataboler Sport. Also hab da keine Angst vor. Es gibt genug Möglichkeiten, deinen Muskel zu schützen. Bis zu einem gewissen Grad natürlich nicht, wenn du jeden Tag einen Marathon läufst. Und vor allem geht da viel um die Ernährung und der Körperchemie. Jetzt fragst du, ob die Ausübung einer anderen katabolen Sportart den Muscle Memory Effekt beeinträchtigt. Jetzt kommen beide Welten zusammen. Grundsätzlich den Muscle Memory Effekt, den beeinträchtigst du nicht mit einer anderen Sportart. Das heißt, der bleibt da. Dieser Effekt, das Potenzial, einen Muskel schneller aufzubauen, behältst du. Egal welchen Sport du dabei machst. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich Basketball, auch im Leistungsbereich, also 2-3 Mal die Woche, während meines Bodybuildings gespielt und es hat mir nicht geschadet. Allerdings habe ich gemerkt, immer wenn ich mal eine Saison hatte, wo ich dann Pause hatte, 2-3 Monate, habe ich schon ein bisschen mehr aufgebaut. Klar, der Körper kann sich darauf konzentrieren. Das macht schon was aus. Aber es beeinträchtigt nicht den Muscle Memory Effekt. Den wirst du immer gleich haben. Das ist einfach ein Potenzial, das dein Körper ab jetzt für immer hat. Du hast diese erhöhten Satellitenzellen. Der Körper erinnert sich quasi, salopp wieder ausgedrückt, daran, dass du mal mehr Muskeln hattest und er wird es immer schneller aufbauen. Egal, was du dabei machst. Der Rest klaut dir höchstens Materialien und Energie, die du dafür brauchst. Wenn du jetzt zeitgleich 2 Stunden am Tag laufen gehst oder Basketball spielst, dann klaut dir das Energie, die du fürs Training investieren könntest, um einen besseren Reiz zu setzen. Es klaut dir vielleicht Kohlenhydrate und Aminosäuren, die du brauchst fürs Training. Aber du siehst, das ist nicht das Potenzial und nicht der Memory-Effekt. Und da muss man gucken, dass man es natürlich ausgewogen macht und ihr müsst wissen, worauf ihr die Priorität setzt. Ich hoffe, das war so halbwegs zufriedenstellend beantwortet. Den nächsten haben wir. Markus Musik
Wie immer sehr informativ und neue Ansätze. Was mich interessieren würde, ist, was deine Meinung zu Pausen ist. Vor allem, wenn man nur 2-3 Mal die Woche trainieren kann. Was ist für dich das Fenster der Superkompensation? Das heißt, wie lange sollten die Pausen sein? Ich zum Beispiel, wenn ich im Training bin, versuche innerhalb von 10 Tagen 2-mal jeden Muskel zu trainieren, also alle 5 Tage. Das heißt immer so 3, 4, 5 Tage Pause bis zum nächsten Training. Hier wäre ein Video interessant. Erstmal, bei Pausenzeiten habe ich gedacht, und dazu kommt noch ein Video, du meinst wirklich die Zeiten der Pausen zwischen den Sätzen. Du redest jetzt eher davon, wie oft den Muskel quasi trainieren, was ja ein klassisches Thema auf diesem Kanal immer wieder ist, wo sich ja auch so ziemlich die meisten hier streiten auf YouTube. Das heißt, von alle 2 Tage mit der optimalen Protein-Biosynthese und so weiter bis hin zu 7 bis 9 Tage Pause lassen. Und du redest ja jetzt quasi eher davon, wie oft soll ich den Muskel erholt reizen, um ihn optimal aufzubauen. Da habe ich schon viel zu verloren. Du kannst natürlich auf dem Kanal noch eine ganze Menge dazu finden. Jetzt erstmal die Kurzform davon. Ich habe gemerkt und evaluiert für meinen Körper, dass es das Beste ist, wenn ich einmal mit dem Hammer drauf haue, heißt ein richtig krasses Training habe und dann 7 Tage warte. Manchmal kann man aus den 7 Tagen auch gerne 6 machen. Und unter Umständen, vielleicht manchmal, wenn ich wirklich, wenn alles stimmt, es ist Sommer, ich bin gut drauf, meine Hormone sprudeln über, meine Ernährung ist super, ich mache nicht viel anderen Sport, können es auch 5 sein. Es kann aber auch manchmal 8 bis 9 sein. Das Wichtigste hierbei ist zu wissen, dass zumindest nichts Negatives geschieht. Vielleicht hast du das Potenzial, nach 4 Tagen wieder einen Reiz zu setzen und schneller aufzubauen. Aber du musst keine Angst haben, dass du, wenn du nach 9 Tagen erst wieder einen Reiz setzt, dass du den Muskel schon wieder abgebaut und verloren hast. Und das ist sehr wichtig für die Strategie. Und darauf richtet sich auch meistens meine Strategie. Beim Bodybuilding geht man immer auf Nummer sicher, auch mit Supplements. Viele mögen sagen, ach, du brauchst doch gar nicht so viel Protein und du brauchst vielleicht gar nicht so viele Mineralien. Aber man schüttet sich zu, sodass man immer 20 bis 100% mehr hat von allem. Aus Sicherheitsgründen, denn du kannst nicht in deinen Körper reinschauen und bevor man auch nur einmal zu wenig hatte, hat man lieber zu viel, vorausgesetzt, es hat keine schlimmen Nebenwirkungen, dieses zu viel, es ist nicht negativ. Und das ist zum Beispiel bei Protein, außer ihr habt viel zu viel, ist das nicht der Fall. Wenn ihr 50 Gramm zu viel zu euch genommen habt, dann ist es nichts für den Körper, es ist nichts Negatives für den Körper. Und hier geht es auch in meinem Training darum, bevor ich das Risiko eingehe, zu früh zu trainieren, und in eine Spirale des Übertrainings komme und dann wieder wochenlang aussetzen muss und Probleme bekomme, Gelenkprobleme, Sehnenprobleme und die erholen sich nicht so schnell, gehe ich lieber auf Nummer sicher, habe vielleicht das Potenzial um 1, 2 Tage verpasst, aber ich habe nichts abgebaut und sicher und kontinuierlich aufgebaut. Und jetzt kommt's. Ich glaube, dass diese Langzeitstrategie dazu geführt hat, dass ich irgendwann alle abgehängt habe. Ich war nicht so schnell im Aufbau wie viele andere. Lag es an meinem Training? Keine Ahnung. Ich glaube viel an meiner Genetik. Ich bin einfach ein strauchdünner Typ. Aber nach 10 Jahren hat keiner mehr mitgehalten von meinem Umfeld. Natürlich gibt es eine ganze Menge. Ich will nicht sagen, ich habe den besten Körper der Welt aller Zeiten. Ihr wisst, wie ich es meine. Aber jetzt bin ich ein ganz schöner Brocken. Und ihr seht, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, dass ich nach 3 Monaten aus Afrika wiederkomme, keinen einzigen Liegestütz gemacht habe. Und viele kritisieren das auch und sagen, ist gar nicht möglich, du verarschst uns oder du nimmst irgendwas oder sonst was. Und dann sehe ich so aus. Das ist jetzt gerade Anfang meines Trainings. Es passiert einfach nicht mehr ein großer Jojo-Effekt oder Bumerang-Effekt oder was auch immer, denn ich habe das Ganze kontinuierlich aufgebaut und immer diese Sicherheit beibehalten. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, um einen Langzeiterfolg zu haben. Deswegen, um diese Frage jetzt zu beantworten, für mich habe ich herausgefunden, dass alle 7 Tage und dann mit einem harten Training, dass das Optimum ist, weil ich schnell in Übertraining komme, schnell meine Schultern in Übertraining kommen, schnell meine Armgelenke kaputt gehen. Wenn du aber eine unzerstörbare Natur bist und ein viel größeres Potenzial hast als ich aufzubauen, kannst du das auch verkürzen und 6 und 5, aber nähr dich eher von zu viel Pause hin zu weniger. Nicht erstmal probieren, ach, versuch's doch mal alle 2 Tage, den Übermut hatte ich früher auch mal, und dann gehst du nach oben, weil dann hast du schon viel falsch gemacht, vielleicht sind schon deine Sehnen und Gelenke kaputt und dann hast du für Wochen ein Problem. Nur mal eine kurze Anekdote aus meinem Leben. Ich habe mal eine Zeit lang, weil ich zum ersten Mal Hanteln hatte, ich habe mir ein Hantelset geholt und dann hatte ich das auf meinem Dachboden zu Hause bei meinen Eltern und da war ich so übermütig und dachte, jetzt hole ich richtig auf. Ich war die meiste Zeit immer richtig dünn und ich hatte diesen Willen und die Motivation, das kennt ihr, und dann möchte man jeden Tag. Also habe ich jeden Tag morgens ein Ganzkörpertraining gemacht und abends nochmal eine einzelne Muskelgruppe. Und wie man mich kennt, natürlich jetzt nicht irgendwie einfach nur um Blut
wallen zu lassen. Nein, es war ein Ganzkörpertraining mit Fliegenden, mit 20 Kilo pro Hantel da drauf und so weiter. Also bis zum letzten Satz gehen. Das war ein richtiges Ganzkörpertraining. Jeden Morgen, jeden einzelnen Morgen, 7-mal die Woche und dann noch ein Split-Training hinterher, 3 bis 4-mal die Woche abends. Ratet mal, ob das Erfolg hatte. Richtig, ich war vielleicht so halbwegs durchtrainiert für knapp 1,5 Tage, aber dann war ich im Arsch nach ein paar Wochen und es hat nichts gebracht. Ich hatte damals sogar Schmerzen in der Handfläche. Von dem Halten der Hanteln hatte ich hier einen richtig fiesen Aufprall. Ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet, so einen Auflegeschmerz und konnte ihn nicht mehr bei den Fliegenden richtig halten. Also mein ganzer Körper hat am Rad gedreht dabei. Natürlich war das völlig übertrieben, aber da sieht man, besser nicht so anfangen und dann langsam das ausdehnen, sondern andersrum. Insofern, mein Optimum kann ich nur wiederholen, sind 7 Tage, teilweise 9 Tage, bei den Schultern nur einmal im Monat, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt öfters trainieren als alle 5, je nachdem, wie hart ihr das Ganze trainiert. So, da hatten wir wieder 3 durch, das ist wieder eine ganz knackige Zeit geworden. Das war's von mir. Wenn euch das Format gefallen hat, nicht nur einen Daumen da lassen, sondern vor allem kommentieren. Denn gefallen heißt, ihr möchtet auch gerne mal hier drin vorkommen, habt vielleicht eine Frage oder inspiriert mich zu einem ganzen Video darüber. Das hier ist nur da, damit ich mal die Fragen etwas ausführlicher beantworten kann und auch vor allem schneller als immer nur in die Tasten zu hauen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und auch mal sehen wollt, wie euer Name darin vorkommt, abonniert. Und das war's auch von mir. Ich bin raus. Bis bald. Euer Gotti.